Hallo Fußballfans, hallo VfB-Fans. Hier ist wieder euer Ralf Burkhardt aus meinem Trikotmuseum. Eigentlich präsentiere ich euch heute nicht ein Trikot, sondern zwei. Es war die Saison 1988-89, als der VfB Stuttgart im Finale des Europapokals stand. Gegner war der SSC Neapel mit dem damaligen Weltstar Diego Armando Maradona. Das Hinspiel verlor man leider unglücklich mit 2:1. Und das Rückspiel fand am 17. Mai 1989 im Stuttgarter Neckarstadion statt. In der ersten Halbzeit trug Günther Schäfer dieses Trikot, das ich persönlich von ihm bekommen habe. In der zweiten Halbzeit, als das Spiel nach Endstand 3:3 dann verloren ging und der SSC Neapel nach Hin- und Rückspiel dann Sieger des Europapokals war, tauschte Günther Schäfer sein Trikot mit dem damaligen italienischen Abwehrspieler Giovanni Francini. Von dem Spiel habe ich unter anderem auch den Original-Tauschwimpel der Partie.